Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Für ein Leben ohne Begrenzungen und somit in Freiheit, so wie für uns als Kinder Gottes, als Königskinder bestimmt, ist es jedoch wichtig, wahrhaftig zu glauben. Ich habe schon so viele Andachten über den Glauben gemacht und ich könnte Stunden darüber reden. Weißt du, es geht darum zu schauen, was glaubst du wirklich? Es geht darum zu schauen, und bitte hör dir diese Andacht bis zum Ende an, auch wenn du denkst, schon viel über den Glauben gehört zu haben. Will der Heilige Geist dir Botschaft und Offenbarung geben, sodass du sie in deinem Leben anwenden kannst. Es geht in dieser Zeit überhaupt nicht mehr um leere Worte oder Dinge, die wir zwar glauben, aber nicht in die Umsetzung bringen. In dieser Zeit geht es darum, wahrhaftig, wahrhaftig zu leben, das heißt ins Leben zu bringen, was der Heilige Geist uns lehrt. Wenn nun geschrieben steht in der Heiligen Schrift, dir geschieht nach deinem Glauben. Und wenn du nur glaubst, kannst du Berge versetzen, Dinge tun, die dir als Mensch zwar unmöglich sind, aber mit Gott ist alles möglich. Dies hat uns Jesus gesagt. Doch schau mal, wie sehr wir Menschen doch damit hadern, ob es uns wirklich möglich ist. Und umso wichtiger ist es zu schauen, welchen Unglauben wir in unseren Herzen tragen. Denn auch Jesus sagt uns, dass es so wichtig ist zu schauen, was aus uns herauskommt. Denn was aus uns herauskommt, ist das, also das, was wir auch tun, ist das, was wir in unseren Herzen tragen. Der Mensch wird immer irgendwann bekunden, woran er wirklich glaubt. Er wird in Stresssituationen eben genau das tun, was sein Herz ihn auffordert zu tun. Wenn du nun nicht verankert bist in dem, was uns Gott in der Heiligen Schrift, was uns durch den Heiligen Geist hier gegeben wurde mit der Bibel, wenn du da nicht verankert bist, dann ist es so schwierig in dieser Welt, in der wir ständig beschäftigt werden, in der wir ständig zugemüllt werden mit irgendwelchen Schreckensnachrichten, die wirklich schrecklich sind, uns vor der Angst zu bewahren. Wenn wir da nicht verankert sind in dieser Zeit, in dieser Endzeit, in der wir uns befinden, in dieser Phase der Endzeit, dann werden wir überwältigt werden von den Dingen, die in der Welt geschehen. Wenn Jesus uns sagt, sorge dich nicht, dann sollen wir uns nicht sorgen. Wenn geschrieben steht, dass Jesus für uns am Kreuz alles von uns genommen hat, also mit der Sünde, die Armut, die Krankheit, mangelnde Versorgung, die Schuld, jede Sünde, all das ist von uns genommen am Kreuz. Und wir müssen es nur in Anspruch nehmen, in Besitz nehmen, indem wir an Jesus glauben, ihn zu unserem Herrn in unserem Leben machen und diesen Glauben wahrhaftig in unserem Herzen tragen und das auch bekunden. An ihn glauben, an Gott Vater glauben und vor allen Dingen glauben, was uns gegeben wurde, was geschrieben steht. Viele Menschen sind so verzweifelt in dieser Zeit, weil sie eben nicht glauben, dass Gott Vater sie ernähren wird, wenn sie ihn darum bitten, dass er Wege findet und Wege hat, um selbst in den schlimmsten Zeiten für seine Kinder zu sorgen. Schau mal in deinem Herzen, was du glaubst, was du bekundest. Und obwohl uns gegeben wurde, dass es nach unserem Glauben geschieht, sind die wenigsten Menschen bereit, wahrhaftig dort einzusteigen, in ihrem eigenen Herzen und zu schauen, woran glaubst du? Ich glaube daran, dass Jesus der wahre Heiler ist, aber ich gebe ihm nicht den Raum, mich zu heilen. Wie oft sehe ich genau diese Dinge? Menschen, die Jesus bekunden und es dann nicht in die Handlung bringen, in ihrem eigenen Leben, in der Bedrängnis, in der sie sich befinden, ob körperlich oder finanziell oder in anderen schwierigen Aspekten,
in Aspekten, in denen sie von Gott in eine Position gebracht werden, in denen sie große Bedrängnis aushalten müssen, ist es am allerwichtigsten, diesen Glauben zu haben, um ein Leben ohne Begrenzungen zu führen, weil die Grenzen gesprengt werden, weil wir uns nicht mehr innerhalb dieser Grenzen bewegen, sondern weil wir nun hingehen und Jesus in uns und dadurch Gott das Unmögliche möglich sein zu lassen. Schauen wir nicht mehr auf die Ergebnisse, die diese Welt erzielt. Schauen wir nicht mehr auf das, was die Welt und was die Menschen in dieser Welt erleben, sondern schauen wir auf das, was Gott uns gab in seinem Wort. Schauen wir auf das, was wir tun sollen. Schauen wir auf das, was geschrieben steht, was in dieser Zeit von uns getan werden soll. Denn wir sind Auserwählte. Wir sind Auserwählte Gottes. Du bist nicht irgendwer. Du bist wichtig und Gott liebt dich. Und wir alle haben eine Aufgabe bekommen in dieser Zeit. Nun, was tun wir damit? Was tust du damit? Bist du bereit, tatsächlich in dein Herz zu schauen? Bist du bereit, tatsächlich anzuschauen, was in dir noch fremd regiert wird? Welche Angst noch in dir sitzt? Bist du bereit, hinzuschauen, welche Glaubenssätze dein Leben jeden Tag noch schwer machen? Denn wir sollen nicht auf diese Welt blicken und du sollst auch nicht auf das Materielle blicken, sondern es geistig. In deinem Geist die Bilder sehen, die Gott für dich, die Dinge, die Gott für dich bereithält, um dann diese Dinge in diese Welt zu bringen, zu sagen, Gott, Vater, was hast du heute für mich vorbereitet? Was möchtest du, dass ich heute in diese Welt bringe? Aber das ist ein geistiger Prozess. Das ist ein geistiger Prozess. Und diesen geistigen Prozess sollst du bewältigen. Diesen geistigen Prozess sollst du wirklich beherrschen lernen, dich auf Gott zu verlassen, das, was geschrieben steht, wahrhaftig zu glauben und nichts anderes mehr zu glauben, sondern das zu glauben, was Gott dir durch den Heiligen Geist mit dieser Schrift, in dieser Schrift gegeben hat. Die Anleitung für den Sieg über alles. Lass uns nun gemeinsam beten. Gott Vater, komme ich zu dir am heutigen Tag, um dir Danke zu sagen, dass du niemals müde wurdest, mir zuzurufen. Gott Vater, ich danke dir, dass du bereit bist, mich in dein Haus aufzunehmen, denn da will ich sein. Und ich erkenne, welche Liebe du bewiesen hast mit Jesus. Mit Jesus am Kreuz. Was mir gegeben wurde durch seine Auferstehung. Dies möchte ich wahrhaftig annehmen und ich möchte es leben. Ins Leben bringen. Das Werk Jesu in diese Welt bringen. Jesus, wirke durch mich, sprich durch mich, heile durch mich. Heiliger Geist, befreie mich im Namen Jesus von allem, was mich in dieser Welt begrenzt hält. Zeige mir meinen Unglauben, zeige mir meine Zweifel, lehre mich, zu sein wie er. Lehre mich, ein würdiger Nachfolger Jesu zu sein. Ein würdiges Königskind Gottes im Leib Christi. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und
ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen? Wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.